Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. So, das Chaos hat jetzt, oder ist fleißig beim Verkaufen von Ballen beschäftigt, ne? Ja. Du bist jetzt mit dem zweiten Anhänger unterwegs, ne? Ja. Alles klar, okay. So, dann werden wir gleich mal Stroh einstreuen bei unseren Pferden und dann muss ich Heu einstreuen bei unseren Schafen, sagst du, ne? Genau. Alles klar. Und Hundi werde ich zwischendurch auch mal vielleicht eventuell noch einen kleinen Paps geben. Der freut sich bestimmt auch, wenn er was kriegt. Könnte ich jetzt mal von ausgehen. Gut, wir haben einen großen Plan, deswegen wollen wir noch ein bisschen Geld, oder haben wir relativ viel Geld jetzt locker gemacht und so habe ich deswegen auch noch den guten Hafer verkauft, in der Hoffnung, dass unsere Pferde mit dem Hafer, den wir noch gebunkert haben, auskommen und wir die 10.000 Liter, die wir auf dem Lager noch haben, jetzt steht der Anhänger ein bisschen schief hier drin, würde ich sagen. Naja. Schön ist anders. Müssen wir noch mal ein bisschen beheben hier die ganze Sache. Können wir so nicht lassen. Das war der falsche Knopf. Wir wollen nämlich noch ein weiteres Feld kaufen. Und zwar Feld Nummer 14 und wollen Feld Nummer 14 dann zur Wiese machen. Oder wollen wir es als normales Feld weiter mit, oder wollen wir es als normales Feld benutzen? Das ist die große Frage. Da steht ein bisschen besser da. Eigentlich wollten wir Wiese machen dort, ne? Dass wir dann einmal mit dem ganzen Wiese-Zirkus dahin fahren. Genau. Wenn das fertig gemacht ist, das Feld einfach drüber, alles abmetern, was abzumetern geht und dann. Und es ist direkt neben der Scheune. Ja, es ist, naja, es ist zumindest schon mal wesentlich näher dran an der Scheune. Und dass wir dann da Silageballen immer machen. Und wir hier unser Zeug hier ab und zu auch zur Silage machen, aber dann auch mal so Heu. Obwohl der Preis zwischen Heu und Silage gar nicht so groß auseinander ist, ne? Okay. Achso. Wenn ich was versuche abzuhängen, dann muss ich natürlich auch auf dem Werkzeug sein. So, das heißt, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz hier hin. Wollen wir ganz kurz hier Wauzi ein bisschen was zu essen geben. So, bitteschön. Guck mal, lecki lecki, ne? Oh, jetzt zittert er vor Wut. Der Hund zittert vor Wut, weil es so saukalt ist. Also irgendwas ist mit ihm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was hat er denn? Schwierige Nummer, das. Ah, meine Finger sind nicht lang genug. Hat er jetzt da unten einen Screenshot gemacht oder oben? Nein, sieht erst aus wie unten. Keine Ahnung. So. Also Hundi hat jetzt da gerade ein Standbild. Da war das Essen ist vielleicht gefroren oder so oder zu kalt. Man weiß es nicht, woran es gerade liegt. Könnte alles sein. Hm? Ah, irgendwie hat er einen Freeze. Irgendwann ist ihm nicht gut bekommen. Keine Ahnung, aber ich habe ihm kein Eisfutter eigentlich gegeben. Armer Hund. Ja, ich weiß auch nicht, was mit ihm ist. Ich hoffe, er erholt sich. So, dann wollen wir mal ein bisschen Stroh jetzt einstreuen. Ich kriege jetzt keine 2000 Liter Stroh, weil ich da oben jetzt bestimmt nicht los, ne? Dass der Ballen weg ist, dann muss ich den Ballen erstmal noch wieder rausfischen. Den Heuballen dann da reinkriege. Aber das sah schon mal sehr schön aus hier. Sehr gekonnt, wie man hier hochgefahren ist. So, los geht's mit den Ballen. So, 600 Liter hat er Ballen noch. Kann ich ja bald von der Hand da rausnehmen. Nicht die Gabel rausfischen. So, dann mal langsam hier runterfahren.
Ballen hoppelt auch ganz schön in der Maschine hin und her. So, dann wollen wir mal. Maschinen abstellen. Kann ich ja hier auf der Straße machen, hier passiert ja nichts. So, dann müssen wir einmal umschalten, dass ich jetzt bloß das abkoppel. Und dann haben wir hier nämlich den Ballenpiekser integriert. Können den Ballen hier schön anpacken. Rausheben. Dann packe ich den angefahrenen Ballen jetzt erstmal hin. Dann muss ich da ja wieder Neid tun oder so. Ach, da drüben bin ich auch noch ein Strohballen drin. Den ist mir ja draußen hin vor die Tür. So, dann muss ich den Strohballen dort noch rüber manövrieren, dass der mit in der anderen Kammer drin ist. Weil es ist ja auch ein Strohballen. Gut, an so einem Rundballen, das ist dem fast egal, wo du reinpiekst, ist es immer kreislig, nicht? Was? Du bist so ruhig, was ist los bei dir? Hast du den Trecker schon wieder auf der Seite gelegt? Nein, nein, ich fahr. Ah ja. Schön hier, Turmbau zu Babel. Sieht immer gut aus. So, dann brauchen wir jetzt hier den ersten Heuballen von den Rundballen, die wir da gemacht haben. Die anderen Ballen sind ja noch von dieser Aktion, wo wir das Feld gemacht haben, ne? Die ja. Quaderballen. So. Also den Ballen jetzt da reinlegen. So, oh super, wie wir den da reingelegt haben. Hä? Das sieht ja richtig toll aus. Da kannst du doch. Da kann man doch sagen, das ist richtig gut geworden. Idiot Standard. Schöner geht gar nicht. Glaub mir. Wenn du das sehen würdest, ne, dann würdest du auch sagen, hast du gut gemacht. Hast du gut. Ja, du siehst das doch gar nicht. Doch, doch. Imaginär. Ah ja. Imaginäre Augen hat er schon. Alles klar. Zack, und dann ist es wieder angekoppelt hier und das schön mit den Ballen da drin, ne? Sehr schön. So, dann wollen wir jetzt mal zu den Ballen bleiben übrig. Ja, ja. Ist jetzt eine dritte Fahrt? Ja. Okay. Ja, 4 Ballen sind 1000 Dollar, ne? Also. Ja. Schon nicht schlecht. Nee, aber es geht doch. Also 3 Fahrten, also hast du 24 Ballen schon weggebracht. Haben wir insgesamt 28 Ballen gehabt. Wenn ich jetzt richtig zähle. Aber weiß ich nicht, ob ich das richtig mache. Na gut, dass wir das Gewicht haben. Okay. Okay. Stimmt. Ich kriege hier kein Heu rein. Oder kriege das Heu hier nicht an den Trigger ran oder so. Weiß noch nicht, wie ich den halten muss hier, den. Den Kameraden, dass er das Heu hier ablädt. Hm. Da bin ich jetzt ein wenig ratlos. Ah,
Hier geht's. War gar nicht mal so wenig Heu, was da reinging. Dann gucken wir doch glatt weg mal. 5500 Liter Heu brauchen wir pro 2 Tage. Das heißt also gar nicht mal so wenig für die Viecher. Dann gucken wir mal, ob schon wieder welche neu geboren wurden. Ne, 70. Dann 0,3 Jahre. Okay, 0,2 Jahre. Na gut, okay. Gut, okay, das funktioniert also so. Sehr gut. Das ist das schon mal ganz gut. Hier mal zart runterfahren. Heu können wir also so auch hinzufügen. Schön. Und für unsere Schafe brauchen wir auch. Das heißt, für unsere Pferde brauchen wir ja auch Heu dann irgendwann noch. Also Heu müssen wir schon häufiger machen. Nicht, dass der Ball jetzt hier gleich durch die Gegend kullert. Hm. Was denn? Was nimmst du? Ja, ich bin fast da. Wo? Wie? Bei der Scheune. Ah, okay. So, nehmen wir den Ball hier mal raus. Ist eine etwas eintönige Arbeit. Ja, das ist richtig. Das Fahren, das sind schon recht eintönig hier. Was ist halt eben der Landwirtschaftssimulator, ne? Das ist. Ja. Kannst du nicht erwarten, dass du jetzt hier großartig Action hast, ne? Das was ist das? Kein Shooter? Halt so. Nee, kein Loot Shooter. Hm. Es gibt kein ja von Plants vs. Zombies, gibt ja Garden Warfare. Ja. Der Hund, der steht immer noch so angefroren da. Der hat Angst? Na, ich weiß auch nicht, was da mit ihm los ist. Irgendwas ist da nicht so gut. Idiot ist der nett. So ist gut. So, jetzt kann ich da ranfahren und das zeigt mir doch eigentlich an, dass ich das irgendwie ankoppeln kann, ne? Ich habe das vorhin gemacht. Das probieren wir jetzt mal aus. Mal gucken, ob jetzt hier alles gleich durch die Gegend fliegt oder nicht. Wir werden es gleich erleben. Kann ich einfach Q drücken? Ah ja. Hm. Das ist ja merkwürdig. Was hast du angestellt? Nix. Nichts Schlimmes, wirklich nichts Schlimmes. Mhm. Hier ist bloß ein Ballen durch die Gegend ein bisschen geflogen. Ja, aber ja. Ja, nee, wirklich. Also, sagen wir mal so, ne? Du hast den Ballen auf, ich habe den Ballen auf den Ballenspieß, ne? Mhm. Und er bietet mir dann an, dass ich quasi diese Ballen-Zerschreddermaschine ankoppeln kann. Während ich den Ballen drauf habe. Das habe ich jetzt mal ausprobiert. Und dabei hat dann der Ballen quasi einen kleinen Satz gemacht. Also ist nicht weit geflogen, ist auch rumgekullert und natürlich aus der Maschine rausgefallen. Hätte er auch einfach in der Maschine drin liegen bleiben können, das hat er aber auch nicht probiert. Naja gut, dann bringen wir es jetzt wieder hin zur Maschine, den Ballen, das ist ja nicht weiter schlimm. Aber interessant, dass das so funktioniert. Also, dass du das auch über längere Distanz quasi ankoppeln kannst. Ist wahrscheinlich, damit du dann nicht so ganz genau ranfahren musst wie bei allen anderen. So. Aber dafür habe ich den Ballen wieder wunderschön da reingelegt. Also, das ist etwas, das kann man mir nicht vorwerfen. Das sieht echt gut aus. Da haben wir schon Übungen drin jetzt mittlerweile in dieser Ballengeschichte hier. Ganz viel Lenken ist da dabei. So, dann wollen wir das hier mal wieder ankoppeln, die ganze Sache. Zack, und da, guck mal, kaum Bewegung im Gerät, so gut rangefahren.
Das ist... Kunst kommt halt von Können. Im Übrigen, falls du denn später, falls du das nächste Mal das mit dem Heu machst, der rechte von den beiden Heuballen, Rundballen, die drinnen liegen, in dem... ist angefangen. Ist angefangen, genau. Oh, okay. So, sehr schön. Gut, das steht dann da auch wieder drin. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt muss ich das Gewicht lege ich dann wieder hier vorne vor die Türe. Und nun spiele ich am Brunnen vor dem Tore. Nee, singe ich am Brunnen vor dem Tore. Ist doch besser so, hier drin hört eh keiner mehr zu. Mein Gott, okay. War nicht witzig anscheinend. Hallo, bist du noch da? Nicht wirklich. Ja, was so? Wie kann man das sonst betonen? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kannst ja auch sagen so, ja, nö, war schon gut. Aber halt nicht gut genug. Oder so. So, ich bin jetzt fast wieder im Feld. Die letzten vier Ballen aufzusammeln. Ah ja, sehr schön. War eher eine ruhige Folge heute, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht. Ach. Na, müde bist du, ne? Ja, schon. Ah. Willst du noch eine machen denn hinterher, oder? Ah, ich glaube lieber nicht. Ich bin okay. Echt fertig. Fertig ist er. Mhm. Das hört man nicht gerne. Fertiges Chaos. Ist nicht gut, sowas. So, und für dich geht ja jetzt die Prüfungsphase schon wieder los, oder? Du hast ja gesagt, du musst ziemlich viel lernen die Woche. Ja, genau, weil ich am Freitag halt die Prüfung habe. Ah, die wirst du ja denn schon gehabt haben. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, mal schauen. So. Gut, ich guck mal, ob der Tiefenflug noch da oben steht oder nicht. Ob wir den verkauft haben oder ob du halt dieses gelbe Ding, da hast du dich ja mehrfach drüber unterhalten, was das ist. Ich glaube, du hast das verkauft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gucken wir mal, ob es hier oben noch drin steht. Nein, es steht hier noch drin. Ha! Nicht verkauft. Ja, ich glaube, du hast mal gemeint, den brauchen wir noch. Ja, für Flugarbeiten halt, ne? Und der heißt Agrism Kombi Plo Gold 4M. Okay, also auch nicht das Gerät, was ich erwartet habe, dass so heißt, aber er heißt zumindest schon mal so. So. Dann fahre ich jetzt mal zu Feld 14 mit dem Teil, wa? Ja, ja. Und dann kaufen wir das Feld und dann geht der Flug mal richtig in Arbeit. Dann wird er mal gepflügt. Mal gucken, ob wir fliegen können. Ja, schön. Ja, langsam läuft's. Aber wenn wir Feld 14 haben, dann können wir da oben die ganzen Felder in Reihe dann durchkaufen. Dann Feld 15, genau, 16. Die werden immer teurer halt ein Stück, weil sie immer eine Spur größer werden. Ja, macht ja nichts, aber die können wir dann alle zusammenfliegen, ne? Also, genau. Das kann ich mit dem Ding hier nicht machen. Da brauchen wir dann einen anderen Flug für, um die zusammenzufliegen, okay. Die Felder. Aber da wäre ich dafür, dass wir die zusammenfliegen und da ein ganz großes Feld draus machen am Ende. Ja, können wir eigentlich mit unseren zwei Feldern dann auch machen. Ja, aber eigentlich könnten wir das machen, weil wir ja jetzt eh mehr oder weniger von der Fruchtfolge her gleich sind, ne? Genau. Ja, das wollte ich schon mal machen, hast du gesagt, nö. Ja. Ich meine, man kann ja trotzdem theoretisch am Feld, falls man es mal braucht, zwei unterschiedliche Sachen ansetzen. Das geht, ja. Das geht wohl. Aber schön, dass wir jetzt ein Feld dazu bekommen. Ja, ist mal was anderes, ne? Es ist mal so mehr Fortschritt. Findest du? Ja, schon. Warte mal, wo komme ich denn am günstigsten zu dem Feld überhaupt hin? Na, einfach so, wie man zur Scheune fährt. Genau so, und dann vorher einfach links abbiegen. Nach dieser Metall- oder Steinkuh, was das ist. Was? Achso. Beim Viehhändler. Da steht so eine Stein- oder Metallkuh. Ja, ja, da steht so eine Kuh steht da rum. Genau. Was?
Genau, sagt er da. So. Schön. Schön sein und ein bisschen obszön. Na, ist egal. Also jetzt hier mal ganz kurz durch die beiden Felder. Bin ich nämlich verkehrt gefahren. Sonst würde sich nichts mit uns. Dann hier rum. Upsala. So, wo sagst du, bei der Steinkuh muss ich abbiegen, ja? Ja, nach der Steinkuh. Da kommt dann eine Schranke und quasi nach der Schranke links. Alles klar. Hier ist die Steinkuh, ich sehe sie schon. So, dann kommt gleich die Bahnschranke, ne? Genau, und dann nach der Bahnschranke kannst du quasi gleich links. Ah ja. Das sollte gleich das Feld sein. So, weißt du, was ich jetzt mache? Weiß ich nicht. Die letzten Ballen aufladen? Abladen. Abladen? Oh, da tun wir mal 1000. Die letzten vier? Bist du schon wieder da? Ja, ich bin wieder bei der Scheune. Ah, hier sind wir. Hier sind wir schon. So, nochmal 1000 knapp $1000. So, was haben wir denn hier für eine... Sieht echt aus wie Raps hier drauf, ne? Muss geflügt und benötigt Kalk. Auch das Raps. Bei mir ist das hier... 10% Wachstum. Überlebt er das oder überlebt er das nicht? Aber geflügt muss es sowieso. Das Wetter dingt aus hier. Warte mal. Raps hat mittlere, jung, hohe Frostbeständigkeit, alt keine. Hat eine hohe Frostbeständigkeit. Würde es also theoretisch überleben, das Wetter hier. Wann sieht man den aus? Na ja, gut. Jetzt eigentlich nicht. Also der muss im Herbst schon ausgesät worden sein, wenn denn dann. Ja, wollen wir es umfliegen oder wollen wir es nicht umfliegen? Ach, fliegen es um, ne? Ja. Das ist ja gar nicht mal so groß, das Feld. Ich nicht. Hast du schon gekauft? Nee. Ich gehe nur so rum erstmal. Hunderttausend, ja, für diese Ecke. Wenn wir mal Gras drauf machen, dann müssen wir aber hier die Büsche alle wegmachen, ne? Ja. Müssen wir dann mal machen. Ja. Na gut, aber die Folge ist zu Ende. Machen wir alles in der nächsten Folge. Wir bleiben hier mal stehen, damit wir wissen, was wir nicht machen wollten oder was wir machen wollten. Ich gehe mal ganz kurz in unsere Finanzabteilung nochmal rein und guck mal, wie viel Kredit ich kriege jetzt insgesamt. Oder wo muss noch kaufen? Komm, kaufen, du musst noch schnell. 106.000 habe ich jetzt. Wir wollen ja nicht cliffhängen. Nee, nicht so schlimm jedenfalls. So, Land. Ah, das ist so eine riesen Ecke, die du da mitkaufst, ne? Ja. Das geht nicht, das geht nicht. Oh, 17 ist nachher auch richtig teuer. Ach, da ist ja auch noch eine Steinstraße dazwischen. Das können wir nicht mehr zusammenfliegen. Oder ist das keine Steinstraße? Nee, das ist keine Steinstraße dazwischen. Sieht bloß auf der Map so komisch aus. Okay. Nein, nein, da ist... Da ist nichts dazwischen. Das... Ja. Das ist komisch. Nein, das sind die Feldgrenzen. Das sind die, ja, das sind die Feldgrenzen, die Parzellgrenzen, ja. Die Händler, der kostet übrigens 106.000. Wenn man den kaufen wollen würde, nee. Der kostet 217.000, der Viehhändler mit Bahnsilo. Ja. Die BGA kostet übrigens 769.000, nicht 400.000. Naja, gut, okay. So, ich würde sagen, gekauft. Juhu. Unsere Farm wird größer. Wir haben ein weiteres Feld gekauft. Feld Nummer 14 ist gekauft. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. So, das werden wir dann umflügen. Ich glaube, jetzt kann ich auch wieder ein bisschen mehr Kredit aufnehmen. Nee, ich kann nichts geben, ich kann nichts zurückzahlen. Okay, gut. Das hat jetzt nicht auf den Farmwert noch keinen Einfluss gehabt, glaube ich. So, gut. Wahrscheinlich erst in der Nacht. Ja, möglich. Keine Ahnung. Aber durch unsere Pferde werden wir ja genügend Geld machen. Das ist ja nicht das Problem. Jo. Das war die Folge LS19 hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns war das Chaos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Tschüss.